Yo, ich bin Base-T und ihr schaut Ö4 TV. Hallo, also danke, dass du mir Zeit genommen hast. Wie geht es dir jetzt? Mir geht's gut und vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Also, wie bist du auf den Künstlernamen Base-T gekommen? Das ist eigentlich relativ einfach, weil mein normaler bürgerlicher Name ist Sebastian und mein Spitzname war immer Basti, also B-A-S-T-I. Und ja, daraus leitet sich das halt ab und hört sich genauso an, wird nur anders geschrieben. Gut. Und wann hast du begonnen zum Aufzulegen oder Produzieren? Also aufzulegen, ja, ist immer so im privaten Rahmen, habe ich glaube ich 95, das war auf einer Abschlussfahrt, habe ich das erste Mal Platten in Spanien, in Barcelona, in einem Shoppingcenter mir irgendwie 10 Platten gekauft, weil mich das so fasziniert hat. Und irgendwie, als ich dann zu Hause war, musste ich mir halt auch die Abspielmöglichkeit dazu kaufen, sprich Plattenspieler und mein erstes Set. Dann habe ich langsam angefangen und eigentlich richtig angefangen, in Clubs aufzulegen, habe ich dann mit 98, 99 müsste das gewesen sein, irgendwie so um den Dreh, ja, so da, aber ging alles sehr langsam los, also hat lange gedauert, bis es irgendwann mal da war, wo es heute ist. Cool. Und wie kam der Kontakt zwischen DJ Sven RG, also Aka Rocco, zustande? Also Sven habe ich kennengelernt, das war, der war Resident DJ in meiner Diskothek, wo jeder in unserem Kreis, der da gewohnt hat, sind alle in eine Diskothek gefahren. Das war die Ziegelei in Großweden. Das war so der größte Laden. Da passten damals so, ja, waren am Wochenende zwischen 5 und, ich würde sagen, so 4 und 5.000 Leute so am Samstag. Und da war er halt Resident seit vielen Jahren. Und da bin ich, da habe ich ihn immer mal angesprochen. Und da haben wir uns auf Blöd mal im Studio verabredet. Und dann haben wir auf Blöd auch mal was gemacht. Und ja, und dann ist das halt immer mehr geworden und halt, ja, zu dem geworden, was es heute ist. Dann seitdem, seit 13 Jahren jetzt sogar schon, machen wir zusammen Musik, das ist schon seit 99. Cool. Dann macht es ja ein gemeinsames Projekt, G&G, stimmt das? Genau, also G&G ist unser Haus-Elektro-Projekt und halt als Rock und Bass, die haben halt die Hands-Up-Fraktion bisher immer bedient. Und die Dance-Szene vergrößert und verändert sich immer. Was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, jede Szene verändert sich im Laufe der Zeit. Also es ist auch wichtig, glaube ich, dass sich sowas verändert, weil keiner möchte irgendwie jahrelang das Gleiche hören und machen und produzieren. Dementsprechend finde ich es eigentlich sowohl als Produzent als auch als DJ relativ erfrischend, dass sich immer mal was verändert und auch neue Styles dazukommen und sich die Musik verändert. Ich glaube, wenn es nicht so wäre, würde ich das wahrscheinlich auch gar nicht mehr machen. Oder irgendwie 15 Jahre lang die gleiche Musik auflegen, ist, glaube ich, auch für jedermann langweilig. Mit welchen Künstlern würdest du gerne zusammenarbeiten? Gut, das ist immer eine, die werde ich öfter mal gefragt, die Frage, irgendwie im gleichen Zug wie, ob man Idole hat. Eigentlich weiß ich das gar nicht so genau. Ich glaube, was mir mehr Spaß machen würde, was mich mehr interessieren würde, ist mit Bekannten oder Songwritern zusammenzuarbeiten, aber meistens sind die jetzt nicht unbedingt so bekannt wie der eigentliche Künstler, der das, den Song nachher präsentiert. Da gibt es schon so ein paar Leute, mit denen ich gerne mal was machen würde. Wie zum Beispiel? Also Max Martin, glaube ich, irgendwie ist schon so, oder so ein Dr. Luke, irgendwie so, der halt gerade die ganzen Taye Cruz-Sachen schreibt und auch produziert. Das finde ich schon ziemlich fett, was die Jungs so machen, seit Jahren schon, irgendwie, wie die Hits aus dem Ärmel schütteln. Und das würde mich schon mal interessieren, wie die einfach arbeiten, wie man halt am laufenden Band einfach einen hinten nach dem anderen schreibt und dann auch produziert. Das finde ich schon ziemlich interessant. Das würde mich auf jeden Fall mal sicherlich interessieren. Cool. Und was steht als nächstes bitte an? Jetzt gerade aktuell haben wir eine neue Rock und Bass Team wieder fertig gemacht. Haben wir schon lange eigentlich keine Single mehr gehabt. Ich glaube, es ist knapp ein Jahr her jetzt. Die neue G&G ist auch schon fast fertig, die kommt jetzt, das kommt jetzt alles wie die neue Rocco und Basti, die kommt jetzt im Ende Mai, die neue G&G kommt dann im Ende Juli, genau, und dann wird es noch eine G&G vs. Davis Redfield Singer geben, das wird noch so ein Zwischending, eher so eine klubbigere Nummer sein, die kommt auch irgendwie so zwischen jetzt im Juni oder so, das weiß ich, da haben wir noch nicht genau geteilt. Also dann kommt eine neue Future Trends jetzt im Ende des Monats Mai und ja, mehr eigentlich nicht. Und wo kann man mehr über dich erfahren? MySpace, Facebook? Ja. MySpace ist übrigens tot. Und das? Keine Ahnung, ich meine, das benutzt ja eigentlich keiner mehr. Eine Facebook-Seite habe ich natürlich.
Jetzt müsste ich nur wissen, wie man da hinkommt. Mit dir unten eingeblendet. Genau. Ja, genau, mit eingeblendet hier. Und einen guten YouTube-Kanal haben wir am Start, ziemlich einfach zu merken, www.welovedance.tv. Eigene Website auch? Eigene Website haben wir momentan nicht, nee. Also, kommt noch. Kommt, ja, aber irgendwie Facebook-Seite reicht eigentlich meistens aus. Und irgendwelche letzte Worte an unsere Fans, deine Fans? Ja, an alle Fans natürlich kann man sich nur bedanken für alle Leute, die diese Musik supporten, vor allen Dingen kaufen. Ist ja leider nicht mehr an der Tagesordnung in der heutigen Zeit. Jeder, der Musik kauft, legal, ja, trägt dazu bei, dass wir das einfach noch länger machen können und auch die Vielfalt der Musik erhalten bleibt und man nicht den ganzen Tag David Guetta und Talib Kweli hören muss. Was ja auch nicht schlecht ist, aber halt nur ist halt auch langweilig. Und ja, also an alle auf jeden Fall ein fettes Dankeschön, dass das alles so supported wird. Gut, danke. Ciao. Danke auch.